Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und wie man vielleicht schon ein bisschen hört, bin ich leider krank. Dementsprechend konnte ich jetzt nicht das Video machen, was ich eigentlich machen wollte, was ein Review zur Baby Ape 2 ist, weil Fliegen ist jetzt gerade auch davon unabhängig nicht möglich. Allerdings habe ich was anderes gemacht. Und zwar kennt ihr vielleicht noch mein Studio oben. Das sah nämlich immer so aus. Und das hat mir wirklich absolut gar nicht gefallen. Das sah auch einfach nicht gut aus auf der Kamera. Es war einfach nicht das Richtige. Aber ich habe da jetzt ein bisschen was verändert. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Unterschied zu vorher. Mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht eine kurze Erklärung, was ich jetzt hier genau gemacht habe. Also ich hatte ja vorher die Wand hier so grau gestrichen und ich dachte, das wäre gut, aber das war nicht so gut. Deswegen, die Wand ist immer noch die gleiche Farbe. Allerdings habe ich jetzt hier so neue Holzpaneele vor. Das ist Filz mit Holz drauf. Und die habe ich jetzt einfach in die Wand hier reingeschraubt. Und hier drin habe ich jetzt selbst 3D gedruckte Kopterhalter. Die habe ich jetzt einfach hier auch in diese Wand mit reingeschraubt. Und das hier unten sind einfach IKEA-Regale. Und da drauf habe ich jetzt jeweils so eine Leuchtröhre. Und die ist tatsächlich einfach dauerhaft mit USB angeschlossen, also die hat eigentlich dauerhaft Strom. Hier steht jetzt gerade noch so die Nazgul vorne rum. Da oben ist mein 6 Zoll GRL. Auf der Seite habe ich hier den 5 Zoll GRL. Und hier unten noch die Jumper SC T20S. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht ganz cool aus. Und was wir jetzt auch endlich haben, ist eine Top-Down-Kamera. Also das hier sieht man jetzt auch alles. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein paar Angebote an. Black Friday selbst ist zwar vorbei, allerdings sind eigentlich fast alle Angebote noch verfügbar. Zum Beispiel bei FPV24 gibt es auch immer noch bis heute, Ende des Tages, also bis Ende des 26. auch noch die ganzen Black Friday Angebote. Und auch bei Banggood sind die meisten noch bis zum 28. oder so gültig. Und da habe ich auch einige Coupons noch bekommen und die zeige ich euch jetzt nochmal. Bevor wir aber damit anfangen, das hier wäre das eigentliche Video für heute gewesen. Das ist die Darwin FPV Baby Ape 2. Nicht V2, 2. Das ist was komplett anderes, weil die hat auch richtige große Brushless-Motoren. Die ist tatsächlich sogar digital. Die hat hier hinten eine Vista drin. Und das Ganze ist ziemlich cool, weil die ist 6S. Also sollte wohl auch ziemlich flott sein. Bin ich tatsächlich noch nicht geflogen. Ich habe die bisher nur eingerichtet. Und ja, ich würde sagen, das Review folgt dann in den nächsten ein, zwei Wochen. Und die ist tatsächlich auch ziemlich gut reduziert. Die gibt es momentan auch im Angebot bei Banggood. Also ich habe zu allen Sachen, die ich jetzt hier zeige, einfach mal die Links in die Beschreibung gepackt. Und ich würde sagen, anfangen tun wir mal ganz vorne bei meinen Anfängerempfehlungen. Da gibt es nämlich sehr viele Sachen. Das Witzige ist, dass da sich ziemlich viel verändert hat, weil ich habe das Setup ja so komplett vorgestellt und auch die Preise und so alles durchgerechnet. Und danach habe ich noch eine Nachricht bekommen von Banggood. Die meinten so, hey, die Sachen, die du da gezeigt hast, die sind immer noch reduziert. Und dann dachte ich so, oh, ganz vergessen. Deswegen, jetzt habe ich zu allen Sachen, die es bei Banggood gibt, von diesem Setup hier nochmal jeweils einen Coupon. Seht ihr hier zum Beispiel die Nazgul V3 mit einem Coupon hier noch drunter. Für die Cobra habe ich einen Coupon, für die EV800M habe ich einen Coupon, auch für die Skyzone, auch wenn jetzt vielleicht nicht so wirklich das Gelbe vom Ei ist. Für alle drei der Fernsteuerung, für alles habe ich hier nochmal einen Coupon. Das ist nicht immer günstiger mit Coupon, das verstehen glaube ich auch einige nicht. Diese Coupons, die gelten glaube ich sogar noch bis 31. Dezember. Und das Problem ist halt, die Produkte selbst sind teilweise sehr stark reduziert, also so Black Friday mäßig oder was weiß ich, zu irgendwelchen Events sind die Produkte selbst einfach ziemlich stark reduziert. Und wenn man dann den Coupon darauf anwendet, werden die teilweise sogar teurer oder halt einfach nicht viel günstiger. Manchmal sind es 1, 2 Euro günstiger, manchmal gar nicht günstiger, manchmal sind es aber auch 10, 20 Euro günstiger. Also schaut da trotzdem mal rein. Wenn ihr das Video jetzt seht, nachdem diese Sonderpreise selbst weg sind, dann könnt ihr immer noch die Coupons nutzen und trotzdem was sparen. Die Preise, die jetzt hier aber mit dran stehen, sind auch die, die man kriegt, entweder mit oder ohne Coupon. Und eine Nazgul V3 mit ELRS eingebaut für 250 Euro, das ist schon wirklich krass. Auch die Skyzone Cobra X für 221 Euro, das ist auch wirklich sehr gut. Und was mich tatsächlich am meisten eigentlich erschreckt hat, ist die Jumper SCT Pro. Die kriegt man tatsächlich, ich glaube, das war sogar mit dem Coupon, mit dem 1000 mW ELRS Modul für 92 Euro. Das ist schon wirklich krass. Wenn man dann einfach sich so zwei 18650er Zellen holt, dann hat man dafür unter 100 Euro, hat man da wirklich
eine sehr gute Fernsteuerung mit ELS eingebaut. Das ist schon wirklich krass. Und bei FPV24 gibt es zum Beispiel auch noch einige Rabatte. Hier sieht man es ja, bis zu 30% sparen. Können wir uns einfach mal anschauen. Und hier steht es auch nochmal, der Code FPV24BLCK. Damit kriegt man 10% auf das gesamte Sortiment. Ich meine, nur DJI-Produkte sind ausgenommen, weil DJI ist da so ein bisschen, ne? Aber gut, zum Beispiel den Crossfire-Empfänger für 29 Euro, das ist ziemlich okay vom Preis. Oder auch den Tattoo Airline V5, das ist schon ziemlich krass. 20% reduziert ist der an sich schon von 50 Euro auf 45. Und wenn man dann noch den 10%-Coupon nutzt, dann kriegt man den für 40 Euro. Also ich glaube, da kaufe ich mir vielleicht gleich auch nochmal welche, weil für 40 Euro ist das schon wirklich ein guter Deal. Und ja, so ein riesen Fly-Controller hier, ja, 50 Euro ist für den auch nicht schlecht. Also hier sind schon einige Dinge, auch unabhängig von dem Black Friday Deal, schon ziemlich gut. Oh, T-Motor Black Friday gibt es sogar Motoren von denen, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also da gibt es auch unabhängig davon noch einige ziemlich gute Angebote. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal vorbeizuschauen. Und wo es sich auch nochmal lohnt vorbeizuschauen, ist tatsächlich in meinem Community-Tab bei YouTube. Ich weiß nicht, ob man die verlinken kann. Ich glaube nicht. Wenn ich verlinke, ich einfach den Link zu dieser Community-Seite auf meinem Kanal. Da habe ich nämlich alle Coupons, die ich vom Banggood bekommen habe, einfach mal runtergeschrieben. Also wir haben jetzt die Nazgul V3, die T20S steht ja auch da, Nazgul steht da. Und dann haben wir die Radio Master Pocket, die ich in einem der letzten Videos gezeigt habe, die Mobula 8, die ich vor ein paar Wochen gezeigt habe, die Baby Ape V2, die ich ja schon häufiger gezeigt habe, die Jumper SCT Pro V2, die habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt, die Radio Master Boxer, immer noch Favorit von mir, und die Iyeshin EV800DM, auch immer wieder super, vor allen Dingen für um die 80 Euro, ist schon wirklich sehr günstig. Und auch noch ein vernünftiges Ladegerät für 100 Euro, das ist auf jeden Fall auch ziemlich gut. Und wenn man das alles so kauft, heißt das im Umkehrschluss, dass dieses günstigste Setup, was ich jetzt hier gemacht habe, dieses 5 Zoll Anfänger Setup, halt massiv günstiger geworden ist. Also vorher war das Setup, was ich empfohlen habe, ich glaube 830 Euro oder sowas. Und jetzt sind das 754 Euro. Und das ist sogar noch ohne die Rabatte bei FPV24, also da kann man nochmal was sparen. Das ist schon wirklich krass. Das sind fast 100 Euro, was das jetzt günstiger geworden ist, von einer Woche. Genauso das günstigste Setup, also die günstigste Kombination aus allem, das würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber die Nazgul V3 mit ELAS, die Iyeshin EV800DM, ist okay. Die T-Pro mit ELAS eingebaut, ein China Hobbyline Akku, klar, da spart man natürlich, und ein günstiges Ladegerät bei Amazon. Und da landet man wirklich bei 496 Euro, also unter 500 Euro. Und dann hat man ein komplettes Setup für 5 Zoll FPV, wo man nichts mehr löten muss, wo man nichts mehr irgendwie zusammenbauen muss. Nur noch ein ELS-Update drauf machen und losfliegen. Das ist schon wirklich krass. Klar, ein Akku würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ich mache das bei meinen Empfehlungen immer so. Ich mache einmal das, was ich kaufen würde, was meistens mit zwei Akkus ist, zumindest für den Anfang. Dann so das günstigste, was man sich daraus zusammen buchstabieren könnte, und das teuerste, was man sich daraus zusammensuchen könnte. Und auch das teuerste ist so massiv viel günstiger geworden. Das war vorher 1032 Euro und jetzt sind es 942. Und wie gesagt, da ist noch nicht mal der Rabatt von FPV24 mit drin. Also das ist schon wirklich alles massiv günstiger geworden. Vor allen Dingen auch, wenn man jetzt vielleicht kein 5 Zoll haben will, sondern das kleinere Setup mit dem Baby Ape, was ich vor etwas längerer Zeit vorgestellt habe. Auch das ist natürlich genauso massiv reduziert. Da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Preise jetzt noch nicht durchgerechnet, aber da wird es wahrscheinlich auch nochmal massiv weniger sein, als es bis vor kurzem noch war. Aber wie immer muss man natürlich trotzdem so ein bisschen aufpassen. Ich würde euch auch grundlegend empfehlen, Preise immer zu vergleichen. Weil zum Beispiel das Ladegerät hier, das gute Ladegerät, was ich auch häufig benutze, das habe ich ja bei Amazon verlinkt und ich habe mir den Preis aufgeschrieben. Das waren damals 96 Euro. Und jetzt steht hier, oh, schaut mal, 20% reduziert zu Black Friday, statt 120 nur noch 95,99 €. Okay, ist also 1:1 der gleiche Preis wie vorher. Ja, deswegen, bei sowas muss man, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, weil es gibt vielleicht nicht immer so krasse Angebote. Aber wie gesagt, ich verlinke euch nochmal die Datei und ja, nächste Woche können wir dann hoffentlich mal wieder richtig was draus machen. Aber so könnte ich zumindest das Studio hier zeigen und vielleicht euch nochmal auf so ein paar Angebote aufmerksam machen. Ich persönlich habe mir auch einige Sachen zum Black Friday gekauft. Tatsächlich eigentlich fast alles, was man hier sieht. Hier steht nämlich jetzt eine sehr große und auch relativ teure Softbox und richtige Videoleuchte. Und das ist gerade 15% Helligkeit, also die kann richtig viel was. Und die kostet sonst bei Amazon 210 Euro, habe ich jetzt für 140 Euro auf der anderen Seite bekommen. Die Softbox kostet sonst 109 Euro, die habe ich irgendwie für 95 bekommen. Und diese LED-Röhren hier hinten, die haben sonst
51 Euro kostet und ich habe es jetzt für 47,99 bekommen oder so. Das ist nicht der krasseste Rabatt, aber immerhin. Aber naja, ich würde sagen, genießt vielleicht noch diesen Sonntag und schaut euch vielleicht nochmal bei FPV24 oder auch bei Banggood die Angebote an. Wie gesagt, bei Banggood, wenn die Preise durch den Coupon mehr werden, dann kauft es euch einfach ohne Coupon. Und der Coupon, der gilt halt auch noch bis Ende Dezember. Also wenn ihr jetzt irgendwas zu Weihnachten haben wollt, die gelten fast alle bis Ende Dezember, meine ich. Und ja, wie gesagt, bei FPV24, wenn man vielleicht sich überlegt, wenn man sich eh schon Akkus kauft und man dann vielleicht doch die besseren Tattoo-Akkus nehmen will. Also ganz ehrlich, für 40 Euro einen Tattoo Airline 5.0 mit 1400 mAh, das ist schon wirklich sehr günstig. Ja, aber auch bei China Hobbyline gibt es auch ein paar Angebote. Also schaut da einfach mal durch. Ich verlinke das alles in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich hoffentlich gesund bin. Und dann können wir auch mit dem Ding hier eine Runde fliegen. Da bin ich nämlich tatsächlich sehr gespannt, weil 6S in der Größe, ich glaube, das wird witzig. Aber gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.